So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Munitionsbehälter bei Orientierungspunkten. Dazu gehen wir wieder in Gruppenkeile rein und da werde ich auch euch nochmal zeigen, was Orientierungspunkte sind. Und der einfachste dürfte eigentlich bekannt sein, aber wie gesagt, kurz in eigener Sache, wenn ich dir helfen konnte mit diesem Video, letztem Video oder noch schon Videos davor, gern mal ein Abo dalassen, kostet dich nichts und du kannst natürlich auch noch was gewinnen. Nämlich entweder halt den 10 € PSF-Code oder einen Skin. Das ist halt noch jetzt die Frage. Schreib einfach mal in die Kommentare, was du gern hättest. Und wie gesagt, Abo nicht vergessen. Und jetzt muss ich erstmal stumm schalten. Zack, einmal stumm geschaltet. Wie gesagt, einfach gucken. Mit dem PSF-Code zum Beispiel ist alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Und mit dem Skin am besten mir eine Anfrage schicken, Freundesanfrage, einfach YT-FamilyHack. So, hier muss stumm. So, jetzt kommen wir zu den Orientierungspunkten. Ich hatte ja ganz am Anfang von der Season das Video gemacht, wo die Orientierungspunkte sind. Einer ist definitiv schon mal der Leuchtturm. Weil die Orientierungspunkte sind die ganzen Punkte, die zwischen den Orten liegen. Zum Beispiel hier auf dem Berg, dann hier an dem See, hier dazwischen. Ihr dürft halt nicht an den Hauptpunkten landen. So, ich werde das Ganze euch jetzt auch nochmal zeigen. Jetzt hoffe ich halt, dass am Leuchtturm, ja, sogar hier die ganzen Häuser hier müsste eigentlich ein Orientierungspunkt sein. Ja, Orientierungspunkt hält's. So, wir suchen jetzt nach Munitionskisten. Zack, 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 zack. Wie gesagt, halt die Orte zwischen den Hauptorten. Jetzt ist hier nicht eine Munitionskiste oder was. Und der Treppe auch nicht. Kappa. Aha, da haben wir schon mal die erste. Und deshalb Gruppenkeile, weil ihr könnt einfach in Ruhe looten. So. Eine Munitionskiste in dem Haus. Wunderbar. Das war ja eine große Ausbeutung. Gucken, ob hier noch was im Dach ist. So, dann gehen wir direkt rein ins nächste Haus. Ja, eine Kiste war ja hier ein bisschen mau. Das war ja gar nichts. So. Das ist zwar jetzt ein Scherz, dass es hier keine Munitionskisten gibt. Eine einzige bis jetzt. Gucken, ob hier ein Keller ist. Ja, hier schon mal nicht. Also jetzt sagt mal selber, so wenig Munitionskisten. Hier ist auch keine. In dem ganzen Haus nicht eine Munitionskiste. Eieiei, da hoffe ich schon mal auf jeden Fall, dass ihr mehr Glück habt als ich. Weil jetzt habe ich zwei Häuser und habe genau eine einzige gefunden. Ja, das ist ein bisschen mau. Aber wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Ihr unterstützt mich damit. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch was gewinnen bei der ganzen Geschichte. Also ganz ehrlich, ich empfehle euch nicht hier zu landen. Hier ist ja nichts. Aha, das ist die zweite Kiste. Im dritten Haus. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr gelandet seid und wo ihr eure Punkte geholt habt. Weil hier den Ort kann ich definitiv nicht weiterempfehlen. Weil ihr seht es ja selber, hier findet man ja nichts. So, in dem Haus war es schon. Gehen wir noch zu dem Haus. Ja, dann sind wir jetzt schon im vierten Haus dann. Aber auf den ganzen Inseln ist auch Orientierungspunkt. Aber
Ich habe auch gerade das Glück, dass die Endzone dahin geht und muss hoffen, dass die anderen halt noch nichts da gelootet haben, außer die normalen Kisten. Aber das können sie ruhig machen, weil ihr seht ja, ich brauche nur die Munitionskisten. So, hier ist schon mal keine. Hier auch nicht. Ja, Schildtrank, alles schön und gut. Ja, die brauche ich jetzt überhaupt nicht hier. Nein, ich brauche nicht die Kiste. Markiert sie, aber macht sie dann doch auf. Hier ist auch keine einzige. Das ist so lächerlich, echt. Gucken wir mal in der kleinen Hütte. Bam, bam, bam. Aber ihr seht natürlich auch, was ich jetzt meine. Das ist ja erstmal das Wichtigste, dass ihr das nachmachen könnt. Weil ihr seht ja, jetzt sind wir dann doch schon bei 5. Dann gehen wir mal auf die andere Insel da. Obwohl, das sind auch schon 2. Ne, die sind auf der anderen Insel. Auf die Insel will ich. Ach, da waren die aber schon. Aber da hinten, da könnte ich vielleicht Glück haben. Oh, nerv mich jetzt ja nicht. Vielleicht habe ich ein Glück und da war noch keiner. Weil die 3 Kisten, die werden wir ja wohl noch hier in der Runde hinkriegen. Aber auch keine Munitionskiste. Mann, ey. Läuft gerade beim Video, Mann. Nichts funktioniert wirklich. Voll ne Loot, das ist ja alles schön und gut. Da ist auch keine. Ja. Du bist mein Held. Wir sind stolz auf dich. Kann ich nur hoffen, dass auf den anderen Inseln. Aber ich glaube, da werde ich nicht ankommen. Und dann würde ich nämlich auch sagen, war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, wie es funktioniert. Einfach halt, wie gesagt, an genau hier. Da wäre, glaube ich, die beste Option so. Ja, er muss natürlich noch kommen. Distanzschuss über 100 Meter, danke. Ihr müsst halt einfach da landen, wo kein Name steht, in Anführungszeichen. Weil ihr seht ja hier unten, wenn ihr da Munitionskisten aufmacht, zählt auch. Ich denke mal, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Kostet euch ja nichts. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.